Ja, und wir sagen herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug, zum zweiten Finaleinzug in der Karriere. Oder sagen wir mal dritten, als Spieler ja auch schon. Stefan Kunz, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. War das der schönste Saunagang Ihres Lebens? Also von den Temperaturen sicherlich schon. Wir hatten mal, glaube ich, bei der WM 94 in Dallas irgendwo so ein Spiel. Das war auch furchtbar. Muss sagen, in der Halbzeit haben wir uns in Ruhe drüber unterhalten. Erstens mal, ob das die Art und Weise ist, wie wir uns gerne aus dem Turnier verabschieden möchten. Und dass wir jetzt, wenn wir immer von Entwicklung sprechen, dass wir jetzt auf dem Präsentierteller liegen haben, zum ersten Mal Rückstand. Unglaubliche Temperaturen und teilweise nicht optimale Leistungen in der ersten Halbzeit. Ob wir das nochmal annehmen möchten und ob die Jungs den Schritt machen möchten. Und dann haben sie ja die zweite Halbzeit gesehen und ich kann nur den Hut von meinen Jungs ziehen. Das haben sie ganz klasse gemacht. Also Sie haben es so ein bisschen zum Charaktertest auch gemacht, bewusst? Ja, wir haben ja generell immer über Entwicklung gesprochen und über diese Chancen, die sich bei so einem Turnier bieten. Der erste Widerstand war gegen Österreich schon. Das haben wir okay gelöst. Und heute war es natürlich noch eine Stufe mehr. Nicht nur wegen der Temperaturen, sondern wegen des Spielstandes und natürlich auch der Mentalität. Und sagen wir mal so ein bisschen der Welle, auf der die Rumänen geschwommen sind zu dem Zeitpunkt. Wir müssen ja Glück haben, dass Alex uns dann noch mal kurz vor der Halbzeit im Spiel gehalten hat. Und ja, deswegen war das eine neue Herausforderung. Und das haben wir klasse gemacht. Es scheint auf jeden Fall eine besondere Kabinenansprache gewesen zu sein, denn Benny Henrichs kam danach zu uns ins Studio und meinte, ich bin mir sicher, wir werden eine andere Mannschaft sehen. Okay, war's okay. Wir können ja mal ein paar Tore gucken. Schauen wir uns doch mal den goldenen Schuss quasi an. Das 3:2 von Luca Waldschmidt in der 90. Minute. Und ich glaube, jetzt kann er endgültig tatsächlich Il Bomber genannt werden, so wie die italienischen Zeitungen ihn ja schon nennen. Genau, also eins muss man sagen, es war schön, dass wir heute mit den Standards auch dann mal erfolgreich waren. Das haben wir eigentlich schon viel geübt. Daniel Nitzkowski ist ja da bei uns verantwortlich. Der ist schon fast verzweifelt, auch weil die Rumänen bei Eckbällen von uns ja sehr offensiv gestanden sind. Klar, Luca hat den Lauf, den man braucht in so einem Turnier. Ich kann keinen rausheben, aber es war schon eine tolle Mannschaftsleistung. Und wo Sie von Standards sprechen, es hat gleich ein zweites Mal geklappt, nämlich 90+3 Nadim Amiri, der ja schon das 1:0 erzielt hatte. Bei den Stürmern haben Sie offenbar ein besonders gutes Näschen, oder? Ja, es ist zum ersten Mal in der Startelf. Genau. Im Grunde genommen, wenn es schief geht und mich jeder fragt, warum hat ein Marco Richter nicht gespielt, ich kann nur sagen, das war mein Bauchgefühl. Ich dachte, dass Nadim kein ganzes Spiel aushält, also dass man das Spiel ein bisschen aufteilt zwischen den beiden, so wie wir es in den ersten Spielen auch gemacht haben. Aber dann habe ich gesehen, wie er sich da weiter reinbeißt und natürlich dann Marco Richter noch auf der Bank zu haben, war gut. Und ich hatte heute auch irgendwie ein Gefühl, dass Lukas Mecher auch für eine entscheidende Aktion sorgen hat. Mir wäre es lieber gewesen, er hätte die erste Situation schon gleich verwandelt. Wäre ein bisschen beruhigter gewesen. Genau, aber so hat er dann auch den Freistoß rausgeholt. Ja. Herr Kunz, Ihre zweite U21-Europameisterschaft als Trainer zum zweiten Mal im Finale. Wie machen Sie das? Ja, also ich habe ein klasse Team, muss man sagen. Also ich habe gerade zu unserem Koch gesagt, es ist alles Puzzlestückchen, alles kleine Puzzlestückchen, wie wir das zusammen. Aber dafür, dass Sie ursprünglich eigentlich gar nicht Trainer wollten, läuft es erstaunlich gut, oder? Okay, da würde ich jetzt mal gerne die Gelegenheit nutzen. Ist ein bisschen her. Das ist 19 Jahre her. Also wenn man jetzt jeden an einem Aussage festmacht, die vor 19 Jahren waren, da käme einiges zusammen, glaube ich. Ist natürlich immer nett gemeint von den Leuten, die es dann sagen. Genau, genau. Also es passt hier sehr vieles. Wir haben jetzt dieser Jahrgang oder diese Mannschaft, hängt mir natürlich extrem am Herzen, weil wir 2 Jahre uns schon zusammen bewegen und wir sehen Fortschritte. Ich gucke in die Gesichter in der Halbzeit und nach dem Spiel und das macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Kurze letzte Frage. Wir haben gesehen, was im Bus passiert ist nach dem letzten Spiel. Was wird heute passieren? Worauf stellen Sie sich ein? Ich glaube, dass wir relativ viel trinken werden nach dem Spiel heute und auch relativ viel mit den kalten Handtüchern noch gearbeitet wird. Irgendwann wird es überschwappen, dann wieder in eine gute Stimmung, aber jetzt haben wir natürlich dann noch ein Spiel vor der Brust und da wollen wir uns dementsprechend darauf vorbereiten. Aber sowas Kleines haben wir uns schon einfallen lassen. Wunschgegner Frankreich oder Spanien? Ist mir sowas von total egal. Weil diesmal war ja Rumänien nicht der Wunschgegner, hatten wir gehört, aber fürs Finale total egal. Genau. Herr Kunz, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und dass es klappt mit dem zweiten Titel nach 2017. Vielen Dank für die Begleitung und liebe Grüße an zu Hause und danke für die Unterstützung. Und jetzt ab in einen klimatisierten Raum. Vielen Dank, Stefan Kunz. Danke sehr, alles Gute. So, das war